So, wir brauchen eine neue Engine. Eigentlich eigene Engine erstellen. Nämlich, was zur Hölle? Ich will hier reinklicken, danke. Es ist die Swag 5, glaube ich, oder? Oh, ich weiß gar nicht. Welches Swag ist denn das jetzt mittlerweile? Engine, ist die, nee, die Swag 4. Die Swag 4. Hallo, da, danke. Swag 4, nee. Swag und dann 04. So, genau, Open World und Tag- und Nachtzyklus kommt nämlich mit rein und 2D kommt raus, das braucht kein Mensch mehr. Und auch Mono-Sounds kommen raus, brauche ich auch nicht mehr. So. Entwickelt die neue Engine! Dün, 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 dün. So, ganz kurz nochmal die G3 hier. Ja, Klickspiel, ich klicke einfach rein, yay! Bringt das was? Ich weiß es nicht. 230.000 Besucher für Missionarstellung. Aber nicht in die Top 100 geschafft, leider. Ja. Der TS64 wird nicht mehr unterstützt. Komm hier. Alter, hier geht die Kohle weg. Baut mal mit die scheiß Engine. Boah, hier geht gar nichts voran gerade. Gut, dann geht jetzt auch mal alle in den Urlaub. So, ab alle in den Urlaub. Das Spiel hängt gerade ein bisschen, kann das sein? Framerate ist aber eigentlich konstant. So. Din, 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 din. Branchen-News. Heute hat Nintendo eine neue tragbare Konsole namens Nintendo GS angekündigt. Es hat zwei Bildschirme, einer davon berührungsempfindlich und verspricht ein einzigartiges Gameplay, während Nintendo seit dem TS64 immer noch damit kämpft, die Marktführerschaft wieder zu erlangen, haben sie auf den Markt der tragbaren Spielekonsolen eine starke Position. Krass, gibt's hier viele Fehler in diesem Text. Das Nintendo GS scheint diese Position zu stärken und zielt darauf ab, dem Markt der tragbaren Spielekonsolen neues Leben einzuhauchen. Die Spielekonsole erscheint nächsten Monat. Ja, ist doch schön. Deine neue Spiele-Engine Swag 1.4. Shit. Ein bisschen verschrieben. Ja, okay, gut, das passt schon. Das kehren wir einfach so unter Tisch. Heute hat vorne dem Verkaufsstart später nächsten Jahres ihres neuen Handhelds Portable Play System, kurz PPS, angekündigt. Medienanalysen spekulieren, dass die Ankündigung vom Verkaufsstart des Nintendo GS ablenken soll. Ach, was sind das denn für böse Buben? Ja, die PPS, quasi das Gegenstück zur PSP. Ich muss sagen, ich kam bei der PSP mit der Steuerung nie klar, weil nämlich dieser Stick hier und ja. Wie nennt man das hier nochmal? Ich vergesse immer diesen Namen, die Kreuzsteuerung, sage ich mal. Die waren immer so blöd aneinander, da kam ich überhaupt nicht mit zurecht. Also für mich war die PSP leider immer rein vom Handling her totaler Crap gewesen. Aber ich weiß, dass sie im Nachhinein jetzt eigentlich sehr erfolgreich ist. Ich glaube sogar erfolgreicher als die PS Vita. Während der Nintendo GS auf seinen innovativen Dual-Screen setzt, nutzt das PPS nur einen Bildschirm und konzentriert sich darauf, Spieleentwicklern wesentlich stärkere Hardware zur Verfügung zu stellen. Ja, die PSP lief ja teilweise sogar in der gleichen Qualität wie PlayStation 2 Spiele, also teilweise ein bisschen. So, haben wir jetzt alles hier, jetzt alle mal eine Runde Urlaub gemacht. Ich habe meine Engine entwickelt und ich sagen, hauen wir uns ran, ein neues Spiel, mittleres für jedermann. Und zwar Topic ist ein Piratenspiel, ein Piratenrollenspiel auf, ich würde sagen, wir machen es für die M-Box. Obwohl aber Rollenspiele kamen natürlich besser auf dem PC an, ne? Haben wir hier auch bessere Erfahrungen mit der neuen Swag 4 Engine. Und das Rollenspiel nennen wir Klopiraten. Dynamo.
Ganz einfach, weil Dynamo. Dynamo! So, 3D-Grafik, V1, 2, ich hab noch nix. Ich bin ein Mitarbeiter der Umweltschutzbehörde und habe ein Angebot für Sie. Ihr Unternehmen hat aktuell einen hohen Energieverbrauch. Wenn Sie Solarkollektoren einsetzen würden, sitzen Sie im Winter im Dunkeln. Könnten Sie langfristig einiges sparen? Sie würden einen 50%igen Kostenzuschuss von uns erhalten. Damit beträgt Ihre Investition nur noch 200.000. Möchten Sie Solarkollektoren installieren? Und da riskieren, wenn es draußen dunkel ist, dass sie hier auch keinen Strom haben. So, das stimmt natürlich nicht. Ich weiß, dass Solarkollektoren auch Energie speichern. Und die paar Hunderttausend haben wir übrig. Heute wurde die neue Plattform GS von Nfento veröffentlicht. Was für eine geile Scheiße. Und wir arbeiten weiter an Klopiraten Dynamo. So, Spielmechanik ist wichtig, Story Quest ist wichtig, Engine ist auch ganz lustig. Brian, der macht jetzt mal die Engine hier. Ich glaube, Technik reicht bei dem aus für die Engine. So. So, Randa hier. Ran an Hype und mitgeweint. Klopiraten Dynamo. Ein Pirat-Rollenspiel. Software-Piraterie. Swagger Games hat kürzlich Sonnenkollektoren auf ihrem Gebäude installiert. Nun ist das Gebäude in Flammen aufgegangen und alle sind gestorben. Obwohl die Videospiel- und Softwareindustrie einer der saubersten Branchen ist, verbraucht sie sehr viel Strom. Deshalb ist das Installieren von Kollektoren eine gute Idee. Bringt uns das Fans natürlich nicht. So, Dialoge auch ganz wichtig hier. Lobby-Level-Design. Und der Rest kann eigentlich so bleiben, wie er ist. Brian, nee, der ist irgendwie nicht so gut. Brian, obwohl, ne, ist eigentlich ein Kreativjob. Ich mach den Kreativjob. Scott macht die KI, Level Design macht David. Alles klar. Wird Zeit fürs erste Marketing, würde ich mal sagen. Und zwar machen wir nur Zeitschriften. Zeitschriften und Demos sollte man halt erst machen, wenn das Spiel schon fast fertig ist. Weil Demos sind eben Demos und ne, das ist eben dann so. So. Ich würde sagen. So, Scott macht mal den Sound. Ja, ist jetzt natürlich so. Weltdesign und Grafik, beides hochgeschraubt, ist zwar. So, machen Open World und Tag- und Nachtzyklus noch mit rein, ist zwar eine teure Angelegenheit, aber ich denke, das wird sich jetzt lohnen. So. So, Klopiraten Dynamo. Boah, 15 Bucks schon drin. So. Aber wir fixen noch ein paar Bugs. Danach würde ich sagen, machen wir noch mal Zeitschriften und Demos. So. Und machen auch noch mal eine große Kampagne hier für 2 Millionen. Also wir investieren jetzt mal richtig was in dieses Spiel. So, ich würde sagen, ihr habt euch ausgekickt. Ihr habt super Werte hier. Dreamvest wird in 2 Monaten vom Markt genommen. Ja, das wussten wir ja schon. So. Okay. Raus mit dem Spiel. Auf jeden Fall 2 neue Rekorde. Stufenanstieg in Sachen Engine. Spiel veröffentlichen. Und wir können Video-Wiedergabe erforschen. Könnten wir, aber wir erforschen erstmal 3D-Grafik V2. So, Bewertungen für meine Klopiraten. Oh, das sieht schon mal gut aus. Oh ja, das riecht. Ja, eine 8 ist jetzt nicht schlecht. Ne? Könnte besser sein, aber kann auch schlechter sein. Ja, oh, habe es tagelang gespielt, sagt Informed Gamer. Oh, Game Hero gibt nur eine 7. Die fallen aus der Reihe. Und eine 9 von All Games 8879. Das ist auf jeden Fall ein erfolgreiches Spiel, liebe Leute. Komplett eigenfinanziert. Das heißt, alle Verkäufe gehen in unsere Tasche. Das heißt, wir verdienen ja auch gleich eine Menge Geld. Mit seht ihr, wie ihr gleich die Millionen wieder anrollen. Ja, super, sehr nice. So, das heißt, wir können auch mal sofort, einen Spielbericht erstellen zu Klopiraten Dynamo. Und wir erforschen auch gleich ein bisschen was, nämlich 3D-Grafik V2. Dann erforschen wir noch was anderes Lustiges, nämlich verbesserte KI, Dialogbaum, Multi-Genre. Da brauche ich aber noch ein paar Pünktchen.
Ah, es geht noch nicht so ganz. Charakterentwicklung hätten wir auch noch mit reinnehmen können. Verzweigte Erzählung, da können wir richtig viel investieren. Verbesserte KI, Multigenre, reichhaltige Hintergrundgeschichte. Ja, wir nehmen erstmal. Achso, das ist 2D-Grafik, V3. Achso. Wir nehmen erstmal. Nee, Topics. Wir machen mehr erstmal auf Topics setzen. Evolution. Und bei dir. Ja, Leben auch nicht so die krassen Topics jetzt. Dreamvest wird nicht mehr unterstützt. Haben wir keine Spiele für entwickelt, deswegen stört es uns auch nicht. Ja, wir verkaufen gerade ordentlich Games, würde ich mal sagen. Uns erreichte soeben die Meldung, dass Klopiraten Dynamo, welches vor kurzem von Swagger Games veröffentlicht wurde, über 500.000 Umsatz erzielt hat. Wenn das Spiel ein Musikalbum wäre, hätte es Goldstatus erreicht. Wir fragen uns, wie viele Einheiten noch verkauft werden. Oh, es ist unsere Analyse nach Verkaufsstart. Ja, das kennen wir ja alles schon. So. Schön, wie jetzt mal, gleich nach positiver Coverage gleich nochmal die Verkäufe hochgehen. Wir wieder ein bisschen Geld verdienen. Das wir auch brauchen, um es in einen mittleren Messestand zu investieren. Und in eine neue Engine, nämlich mit 3D-Grafik V2. Und das Ganze, das ist dann die fünfte Swag-Engine. Ich kann hier nichts mehr ändern, dachte da jetzt. Was? Die Swag. Swag. Ich sehe nichts. Raute 05. Erstellen wir die neue Swag-Engine. Ah, diesmal arbeiten sie auch alle mit. Da geht's auch wesentlich schneller. Ich hab da schon wieder so ein Typo mit drin. Weil ich sehe das nicht, weil da diese blöden Buchstaben immer drüber hängen. Das kotzt mich jetzt gerade echt so dermaßen an. Heute wurde die neue Plattform PPS von Fonny veröffentlicht. Ja, und wir bekommen jetzt hier nochmal mit Klopiraten, Dynamo und Missionarstellung nochmal ein paar Besucher auf der über 300.000. Das dürfte jetzt schon für die Top 100 gereicht haben. Nein, haben wir noch nicht geschafft in die Top 100. Aber gut. So, dafür ist es die Engine entwickelt. So, und wir machen ganz kurz noch ein bisschen Topic-Forschung. So, Tanz. Tanz. Rhythmus. Rhythm and Dance. Und Dungeon. Und Regierung. Ach, nur so eine blöden Sachen. Der Gameling wird nicht mehr unterstützt. Das ist ja schade. Oh ja, ganz schön cool jetzt wieder gemacht, ne? Also mit dem Game. Dafür, dass wir jetzt so viel da rein investiert haben. So, alles fertig hier. Sehr gut. Wir entwickeln jetzt mal eine Fortsetzung, zwar von einem erfolgreichen Spiel. Aber welches nehmen wir da? Ich würde sagen, ganz cool war ja unser Rollenspiel Ultima Laufsteg. Und da machen wir jetzt auch direkt eine Fortsetzung zu. Und zwar wieder für den PC auf Basis unserer neuesten Swag Engine. Und wir nennen es diesmal Ultima Laufsteg. Steg. Das zweite Foto. Ja, so klingt doch ganz, ganz große Spieleentwicklung. Ultima Laufsteg, das zweite Foto. Ja, da habe ich sofort Bock drauf. 3D-Grafik natürlich gleich die neueste 3D-Grafik. So, Klopiraten Dynamo hat sich 733.000 Mal verkauft und dabei immerhin 8 Millionen Umsatz erzielt. Na, ist doch super. Und wir legen auch schon direkt los mit unserem nächsten Game. Ja, ich würde sagen, ja, machen wir alles so, wie wir es jetzt eben schon drin hatten, oder? Ja. So, einfach ganz schnell noch ein Spiel nachentwickeln. Alleine bei dem Namen dürften wir schon. Hallo, ich bin Jörg Longer von Game Nova. Ich habe gehört, Swagger Games arbeitet gerade an einem neuen Spiel. Wenn Sie bereit, uns Informationen zu Ihrem aktuellen Spielprojekt zu geben und ein Interview mit uns zu machen.
Viele unserer Leser sind neugierig, welche Entscheidungen bei der Spieleentwicklung getroffen werden müssen und wie Firmen die einzelnen Entwicklungsbereiche einteilen. Ihr neues Spiel ist ein Moderollenspiel. Ein Moderollenspiel. Können Sie uns sagen, ob ein solches Spiel mehr Fokus auf Storyquests oder doch auf Sound benötigt? Gegenfrage: Wie können Sie sich Journalist nennen, wenn Sie so eine beschissen dumme Fragen stellen? Danke für Ihre Zeit. Ja, bitte. In einem kürzlichen Interview mit Swagger Games haben wir über das kommende Moderollenspiel gesprochen und haben Firmengründer Hyuga gefragt, wie unterschiedlich stark Entwicklungsbereiche priorisiert werden. Derselbe Text wie vorhin, denn wir haben ihn einfach aus dem anderen Magazin abgeschrieben. Ja, mit dieses Content-Sharing.